Häuserkampf in Ost-Berlin. Wo für gewöhnlich Luxusschlitten brennen, gehen neuerdings Fleischtransporter in Flammen auf. Vegetarische Stadtguerilleros blasen zum Sturmangriff auf ein hohes deutsches Gut, den Sonntagsbraten. Ja, hier sehen Sie ein Auto, ein Brandanschlag auf dieses Auto. Es ist alles kaputt, das Auto ist nur noch Schrott. Die Versicherung hat es ganz klein eingeschätzt. Ein großer Schaden, der unserem Betrieb zugefügt wurde. In dieser Richtung, wo der Brandanschlag vom 1. zum 2. November gemacht wurde. Wir können uns das hier anschauen, es ist nur alles kaputt. Verschmorte Motoren, ausgebrannte Karosserien. Wenn es Nacht wird in Berlin, hält die Angst Einzug in den Fleischereibetrieben. Im Oktober traf es einen Metzger in Neukölln. Sein Lieferfahrzeug wurde mit benzingetränkten Lappen angesteckt. Zwei Straßen weiter vor 5 Tagen der nächste Anschlag. Unbekannte zünden eine Brandbombe unter dem Benzintank eines Wursttransporters. Die Explosion schleudert den Wagen auf andere parkende Autos. Schaden 40.000 Mark. In Fleischerkreisen will inzwischen niemand mehr an dumme Jungenstreiche glauben. Die Anschläge haben eine ganz neue Qualität. Es sind reine Terroranschläge, die auf jeden Fall zielgerichtet gegen die Fachgeschäfte laufen. Und es ein reines Wunder ist, dass noch kein Unschuldiger hierbei verletzt wurde. Begonnen hatte der Fleischkrieg im Bezirk Prenzlauer Berg, dem traditionellen Schlachtgrund autonomer Maikrawalle. Beim Fleischer Gottschlich, im Kiez berühmt für seine Currywurst, und 6 anderen Kollegen gingen in der Nacht zum 9. August die Scheiben zu Bruch. 4 Stück davon sind von 2 Radfahrern, die vermummt waren und schnell an unserem Schaufenster vorbeigefahren sind, in schneller Fahrt reingeschmissen worden. Was zur Folge hatte, dass ein relativ großes Loch war, ungefähr von 2 Meter Durchmesser. Die Glasvitrine dahinter wurde auch noch beschädigt. Die Fahrradfahrer waren halt so schnell, dass man sie nicht mehr kriegen konnte. Die Gaststätte nebenan, der Kneipe hat sie noch gesehen, aber es war unmöglich, sie zu verfolgen. Auch Metzger Klemm aus Berlin-Ost wurde Opfer eines mobilen Rollkommandos. Binnen 14 Tagen schlugen Fleischgegner bei ihm gleich 2-mal zu. Ja, der Stein, der durch die obere Scheibe gegangen ist am Fenster, der ist bis hier hinten ans Mauermauer rangeknallt und hat das im Prinzip nur zerschmettert. Haben wir noch Glück gehabt, dass eben nicht die Tresenscheibe vollkommen kaputt gegangen ist. Wie hoch schätzen Sie den Schaden hier im Stadion? Na, um die 5.000, 6.000 Mark war das gewesen, mit den ganzen Scheiben, Notverglasungen und so weiter. Ruin den Ausbeutern. Gestützt auf die Überzeugung, dass Tiere ein Recht auf selbstbestimmtes Leben haben, wollen radikale Veganer die Gesellschaft zu ihrem fleischlosen Glück zwingen. Die Aktivistin, die Gewalt sonst ablehnt, kommt aus Berlin-West. Wir beschädigen tote Gegenstände, wir werfen zum Beispiel Scheiben bei Fleischereien ein oder beschädigen ihre Wagen. Die Fleischerläden sind nur ein Glied in der langen Kette der Tierausbeutung und für uns leichter erreichbar als Schlachthöfe. Wir haben bessere Fluchtmöglichkeiten. Fluchtmöglichkeiten hat Willi Pollmann nicht. Um seinen Familienbetrieb über Wasser zu halten, verbringt der Fleischermeister rund 80 Stunden die Woche im Geschäft. Als Tierausbeuter oder Mörder sieht er sich nicht. Wir haben ja einen Beruf wie jeder andere. Ob Klempner, Bäcker oder Fernsehtechniker, was das alles so gibt. Ja. Ich mache ja meine Arbeit genauso. Und wir schlachten ja eigentlich gar nicht, das machen die auf der Schlachthöfe. Ja. Solidarität wird den Fleischern von unerwarteter Seite zuteil, aus den besetzten Häusern des Prenzlauer Berges. Linksautonome drohen den durchgeknallten Veganer-Terroristen. Wir werden es nicht zulassen, dass ihr den Menschen in unseren Kiezen verbieten wollt, das zu essen, was sie sich leisten können. Gezeichnet, autonome Aktion rettet die Bockwurst. Scheinbar völlige Konzeptlosigkeit dagegen beim Staatsschutz. In ihrer Not baten die Schlapphüte sogar die linke Zeitung Taz um Amtshilfe. Das waren ziemlich eindringliche Appelle und mit der Frage nach Unterstützung. Wurden da auch Drohungen ausgesprochen? Das nicht, aber es wurde so angedeutet, wir wollen doch beide nicht, dass in 2 Wochen vielleicht wir mit einem Durchsuchungsbefehl in der Redaktion stehen. Und auch noch das Anspielen auf die persönliche Verantwortung. Es könnten ja Unbeteiligte in irgendwelche Brandanschläge oder dergleichen verwickelt werden.
Bei den Fleischern geht es derweil um die Existenz. Helga Rusch hatte gerade die letzte Rate ihres Lieferwagens abgestottert, als nachts ein Brandsatz flog. Der finanzielle Verlust trifft sie hart. Wir können es jetzt noch so auffangen, aber sollte noch mal so was passieren, dann müssen wir den Laden zumachen. Dann stehen 7 Angestellte und der Chef auf der Straße. Wenn so was noch mal passiert, dann ist Ende, dann können wir nicht mehr. Was ihr Lieferwagen mit der Befreiung der Erde zu tun haben soll, hat Helga Rusch bis heute niemand erklärt.